Guten Morgen. Also wir sind jetzt gerade hier am Frühstück im La Quinta und bestärken uns für den heutigen Tag. Wir fahren nämlich heute noch so ein Stückchen über eine Stunde in den nach Busch Gardens Williamsburg in den Park und bleiben da die nächsten 2 Tage. Deswegen fangen wir an mit einem guten Frühstück. Und ich bin schon ganz gespannt, weil ich schon so viel über den Park gesehen und gelesen habe und freue mich, was uns heute erwartet. Hallo Leute, so, wir haben heute ein bisschen langsam gemacht. Wir waren noch im Walmart, wir waren eben noch bei Taco Bell was essen, wir sind später aus dem Hotel los. Hintergrund ist, wir haben ja ein 2-Tages-Ticket für Busch Gardens. Jetzt ist 1 Uhr, der Park hat heute bis 20 Uhr auf. Wir sind gerade bei Busch Gardens hier angekommen, auf dem Parkplatz. Parken kostet hier $30. Hier gibt es auch wieder zig Bahnen, die ziemlich verlockend sind. Apollo's Chariot, Griffin, der hohe Dive Coaster, Alpengeist, der B&M Inverted Coaster. Wir stehen jetzt hier auf Parkplatz Italy. Wie voll es ist, kann ich ehrlich gesagt überhaupt nicht sagen, weiß ich nicht. Werden wir dann gleich sehen. Ich habe schon eine Apollo's Chariot von weitem aus dem Auto gesehen. Wir gucken jetzt erstmal, wie wir in den Park kommen, weil ich glaube, so eine Tram oder sowas gibt es hier erstmal nicht. Oder fährt zumindest aktuell nicht mehr um die Uhrzeit, da müssen wir jetzt wohl laufen. Also wir machen uns erstmal auf den Weg zum Eingang. Wir sind jetzt in Busch Gardens und haben unsere Tickets gezückt und wollen jetzt gleich rein. Da unten geht's rein. Wie immer Sicherheitskontrolle, Metallgegenstände raus und so weiter. Wir sind drin. Ja, jetzt geht's los. Hier ist wohl England. Der Eingangsbereich ist England. Wir sind jetzt als erstes hier in den schottischen Bereich gegangen. Da gibt es sogar Pferde zum Streicheln. Da ist der Stall. Da vorne sehe ich schon Griffin und Alpengeist. Der Dive Coaster und Inverted Coaster sehen schon mächtig hoch aus hier. Gerade Griffin mit diesen riesen Diverwagen sieht schon sehr, sehr hoch aus.
Unser Weg führt uns jetzt aber erstmal zu Loch Ness, der alte Arrow-Looper, der ja auch nicht so schlecht sein soll. Mal gucken. Also die erste Fahrt hier in Busch Gardens ist Loch Ness. Das ist ein alter Looping-Coaster von Arrow, der eigentlich relativ cool aussieht. Das ist Alpengeist gewesen. Aber es sieht schon ganz anders aus als in Six Flags oder auch in Carowinds, in Cedar Fair. Wir warten jetzt schon seit 25 Minuten, dass wir mit Loch Ness fahren können. Leider ist nur ein Zugbetrieb, deswegen dauert es hier länger. Aber wir haben es schon bis zur Station geschafft, also sind wir hoffentlich gleich dran. Loch Ness, der erste Count in Busch Gardens. Aber wahrscheinlich auch nur eine einfache Fahrt. Also wir kommen gerade aus Loch Ness, das ist echt Wahnsinn. Ein Zugbetrieb hier, also der Start in Busch Gardens ist nicht so toll. Das gehört sich einfach nicht. Also wir hatten selbst in Six Flags America überall zwei Zugbetrieb und die Operators sind hier so langsam wie sonst was. Nee, also das war nichts. Außerdem war die Fahrt auch nichts. Das Ding hat zwei Lifthills, um dann einfach nur jeweils in ganz normalen Looping zu fahren. Also ich weiß nicht. Da habe ich schon deutlich bessere Arrow Looper gesehen. Super smooth, ja auch nicht gefahren, ist ja klar. Aber vom Layout her, nee. Sagt mir nicht zu, war nichts. Muss ich nicht nochmal fahren. Da reicht es bei der einen Fahrt, gerade auch bei der Wartezeit der unmöglichen Abfertigung hier. Naja, dann hoffentlich kann es nur besser werden. Jetzt sind wir hier an der nächsten Attraktion vorbeigekommen. Die ist auch geschlossen aktuell. Escape from Pompeii. Sieht nach einem ganz normalen Spillwater aus. Hier mit Spritzschutzwand. Ist gerade sowieso geschlossen, können wir nicht testen oder sehen. Sieht mir aber nach einem ganz normalen Spillwater aus. Einfach nur hoch zur Seite und dann runter. Stimmt, der scheint schon länger nicht gefahren zu sein. Die Scheibe ist schon ganz trocken. Ja, das ist ein ganz normaler Spillwater hier. Sind die normalen Intamin-Boote, die bekannten vom Spillwater. Da wird ein bisschen dran gewerkelt da hinten, aber fahren tut da aktuell gar nichts. Aber ich glaube, die können wir auch auslassen. Die Spillwater, da sind wir eh nur klitschnass, müssen wir jetzt eigentlich nicht machen. Lassen wir dann, oder? Ja, dann geht es jetzt erstmal weiter. Wir brauchen Schienen. Die nächste Bahn kommt hier vor uns auf, und zwar Apollo's Chariot, der B&M Mega oder Hypercoaster. Wir sind jetzt in der Queue drin, eingesteht vorne, man muss alles in Locker machen, aber der Mann ist dann weggegangen, der das kontrolliert, und die Locker haben sowieso nicht funktioniert. Also wir sind jetzt einfach mal so reingelaufen. Also wir stehen jetzt hier bei Apollo's Chariot und die Wartezeit ist gleich 0 Minuten. Zwei Züge sind hier im Einsatz. Ich glaube, das sieht schon mal besser aus als eben. So kann es weitergehen.
zweimal Apollo's Chariot gefahren. Hat uns sehr gut gefallen, deswegen sind wir gleich nochmal rein. Apollo's Chariot ist der erste BMM Hypercoaster. Und man muss sagen, sie haben eigentlich von Anfang an vieles richtig gemacht, hat uns gut gefallen. Und es gab einen Airtime-Hügel, noch einen anderen ganz kleinen, aber sonst ist es wirklich ganz gut gefahren, wenn man überlegt, das ist der erste Mal. Ja, sonst hat sie sehr viele Kurven und Drehungen. Airtime kriegst du nur an dem großen Hügel am Anfang, ne? Genau, aber sie macht Spaß, fährt super smooth auf jeden Fall. Also kein Rütteln oder so, smoother als Silverstar, finde ich. Die Sitze sind dieselben wie heutzutage. Candemonium ist 20 Jahre älter und hat genau dieselben Sitze. Also wenn man so eine Bahn kauft, dann hat man einfach was für sehr, sehr lange Zeit. Ist schon schön gefahren, werden wir bestimmt nochmal fahren. Ja, Apollo's Chariot B&M Hypercoaster. Und weiter geht's hier im Takt. Das nächste müsste Tempesto sein. Hat man ja schon gerade im Hintergrund gesehen. Steht direkt neben Apollo's Chariot. Tempesto sollte uns sehr bekannt sein von Skyscream im Holiday Park, unserem Heimatpark. Ist nicht so Annas Favorite, fährt aber mit. Ja, ich finde sie ganz lustig, ganz nett. Mal gucken, wie sie hier ist. Es könnte sein, dass hier andere Bügel verbaut sind. Da ist schon der Eingang. Wir gehen jetzt mal direkt rein. Also wir haben uns jetzt hier gerade in die Queue von Tempesto gestellt. Die haben tatsächlich andere Restraints. Die haben also Softbügel, also so eine Art Schulterbügel. Skyscream hat ja nur hier den Beckenbügel plus an den Knieschonern das. Aber hier sieht es ein bisschen anders aus, also mit Schulterbügel. Mal gucken. Die Queue ist nicht so voll. Ich denke mal, das wird so ein 10 bis 15 Minuten Ding werden. Werden wir schauen. Now sit back with your back against the seat and your head against the headrest. Dare to enjoy a ride on Tempesto. Wie war die Fahrt? Ja, wie man es kennt. Nicht so mein Favorite, aber er war okay. Es rüttelt nichts, fährt gut, alles gut. Man muss sagen, die haben ganz komische Restraints. Das sind noch so Wackelbänder links und rechts, die mit so einem Karabiner gesichert werden. Die haben eigentlich überhaupt gar keine Wirkung. Ich glaube, das ist den Amis dann nur sicherer, wenn sie sehen, da sind Schulterbügel da. Aber im Endeffekt sind es genau dieselben Beckenbügel wie bei uns bei Skyscream. Aber gut,
Ja, Fahrt wie immer, macht Spaß, ist kurz und knackig. Jetzt haben wir den Eingang hier vor uns, Pantheon. Dieses Jahr eröffnet, Intermin Multi-Launch Coaster. Hier mit einer Spike, die sieht man da hinten, da die Spike. Hier ist der Eingang. Wir gucken jetzt mal, wie die Wartezeit ist und gehen direkt rein. Da sieht man die Spike, da hinten der Top Hat. Wir stehen jetzt gerade an der Station von Pantheon. Da geht's los. Da kommt es oder steht es. Dann sind noch zwei Züge vor uns, aber dann sind wir dran. Wir freuen uns schon. Wir haben schon die Strecke gesehen und sind ganz gespannt, wie es hier gleich losgeht. Vorletzte Reihe. Letzte stehen uns zu viele hier an. Aber vorletzte Reihe wird auch cool. Harness the speed and strength of five Roman gods as you conquer Pantheon. Welcome back. Once the ride comes to a complete stop, please lift up on your safety restraint and exit carefully to your right down the road. Please deliver your goal to the next train. Please let go of your harness so it may be checked for you at this time. Wir sind gerade Pantheon in der vorletzten Reihe gefahren und wo stellen wir uns gerade schon wieder an? Natürlich hier wieder bei Pantheon. Nee, mega, mega geil. Mega also total smooth, krasse Elemente, aber auch super intensiv. Geile Airtime, geiler Top-Hat, richtig geile Bahn. Also bis jetzt eine der besten Bahnen hier von der Ostküste auf jeden Fall. Richtig geil, da kann man sich einfach nur freuen auf Madrid oder auf Park Asterix bei uns. Also da kommt was super Gutes nach Europa. Das ist richtig, richtig geil. Bis jetzt die beste Bahn hier in Busch Gardens und eine der besten Bahnen von Intermin überhaupt. Mega, mega, mega cool. Macht total Spaß. Mega geil. Ja, das war's wohl mit der zweiten Fahrt. Cool, wir waren jetzt gerade fast dran gewesen. Noch zwei Leute vor uns in der letzten Reihe. Und da ist die Switch, hier diese Weiche, nicht mehr umgesprungen. Und die Bahn musste dann stoppen. Jetzt steht ein Zug hier sogar auf der Strecke und die werden jetzt evakuiert. Und der andere steht halt in der Station und kann nicht mehr starten. Die haben jetzt alle aus der Station geschickt. Die wird wohl heute wahrscheinlich nicht mehr aufmachen. Dann gucken wir mal, dass wir vielleicht am Morgen noch mal eine Fahrt hinkriegen. Schade, wir waren jetzt kurz vorher da, aber naja, ein Glück, dass wir nicht die Bahn erwischt haben, die jetzt auf der Strecke steht. Wir gehen jetzt erstmal woanders hin. Wir gehen jetzt mal Richtung Alpengeist und Griffin, dass wir heute vielleicht noch diese zwei B&M-Monster fahren können. Wine Tasting. Wir sind hier in Italien. Bella Casa. Marco Polo's Marketplace.
Gelato di San Marco. Also hier war auf jeden Fall Italien. Hier ist ein Theater da hinten. Arrivederci. Jetzt verlassen wir schon Italien. Endlich sind wir zu Hause. Endlich geht's Richtung Heimat. Da sieht man Verbolten. Ich denke, den fahren wir heute nicht. Wir sind zu Hause. Ich fasse es nicht. Hier Brette. Steht ein Porsche. Wir wollen Black Forest. Der Roto-Baron. Das ist so geil hier. Habt ihr schon Bürgermeisters Hideaway gesehen? Das Bürgermeisters Hideaway? Das ist so geil. Das Leben ist kurz, die Kunst ist lang. Guck mal hier, Festhaus. Da ist Oktoberfest drin. Dann springen wir doch später noch ins Kölnbuch. Die Kugelhalle. Bier und Pretzels. Tirol, naja, das ist ganz gleich genau. Lass uns mal durchgehen. Ja, meine Packe. Good old Germany. Good old Germany? Ja. Niedersachsen, Berlin, Rheinland-Pfalz. Wir rennen jetzt gerade so ein bisschen hier durch Busch Gardens. Deutschland, Italien haben wir hinter uns gebracht und Deutschland. Wir wollen vor allem noch Alpengeist jetzt fahren und dann vielleicht noch Griffin. Wir haben nur noch anderthalb Stunden Zeit und weil heute die Wartezeiten so niedrig sind, wollen wir noch unbedingt zu denen gehen. Den Rest hier können wir uns alles morgen anschauen und morgen ein bisschen hier in die Themenwelten eintauchen. Also erstmal Costa, Costa, Costa. Da wollen wir gleich hoch. Wo ist der Eingang? Ah, wir haben heute kein Glück. Alpengeist ist auch wegen technischen Problemen geschlossen. Also weiter zu Griffin. Das ist natürlich ein bisschen ärgerlich hier. Wir hoffen noch, dass wir noch was fahren können. Das gibt's doch nicht. Wir sind jetzt hier wieder im Western-Bereich oder in Kanada. Sieht auf jeden Fall aus wie im Western-Bereich. Hier steht jetzt der GCI Woody Invader. Hoffen wir doch mal, dass der aufhat und nicht auch zu ist wegen technischen Schwierigkeiten. Aber ich höre ihn schon über die Schienen rasseln, also sieht es ganz gut aus. Es kommen uns hier als Leute entgegen, die sagen, die Line wäre zu lang bei Invader. Werden wir uns mal selbst hiervon überzeugen. Aber wenn so ein Ami sagt, es ist zu lang, dann ist es meist zu lang. Ja, wir gehen jetzt doch weiter. Die Leute, die uns entgegengekommen sind, hatten schon recht.
Die Line ist bestimmt eine Stunde, also es ist jetzt zu lange. Darum sind uns auch alle entgegengekommen. Also irgendwie sind wir gerade jetzt hier. Oder? Ja, irgendwie haben wir gerade Pech. Wir rennen hier von Attraktion zu Attraktion. Technische Probleme, Line ist viel zu lange. Jetzt gehen wir auf jeden Fall mal zu Griffin und hoffen, dass wir da fündig werden. Hier ist er jetzt, Griffin. Das sieht schon echt krass hoch aus und echt geil. Ein Hammer Dive Coaster. Hier ist der Eingang. Wir mussten jetzt auch wirklich die Wertsachen wegschließen. Das hat uns hier die nette Dame gesagt, die gleich im Bild ist. Genau die. Und jetzt geht's weiter. Wartezeit halbe Stunde, aber das sieht schon mal geil aus. Gleich gibt's Griffin. Und jetzt abwärts. Es war mega. Wir sind eben Griffin gefahren und es hat total viel Spaß gemacht. Diese Schiene allein ist bombastisch riesig, der Zug ist riesig, 30 Leute auf einmal, die dann da diese Abfahrt runterstürzen. Mega cool. Und darum stehen wir auch nochmal an. Ist neben der ersten Reihe gefahren, war schon echt geil. Also richtig, richtig hoch und jetzt wird es gleich nochmal eine Fahrt geben.
Griffin. Nächster Versuch, Invader. Mal gucken, ob es sich jetzt hier ein bisschen abgeklungen hat. Ja, das hat sich gelohnt. Jetzt stehen hier deutlich weniger Leute an. Nur einmal hier ums Rondell und dann da hoch. Also die Hälfte von eben. Also gut. Gute Wahl, da eben nicht bei der Masse anzustehen. Das sieht schön aus. Dann gucken wir uns nochmal diese kleine GCI-Bahn hier an, was die so kann. Also wir kommen gerade aus Invader. Ja, wie zu erwarten, eher eine sehr bodennahe, flache Bahn. Die erste Abfahrt, der First Drop, hat mir wirklich gefallen. Das muss man sagen. Ansonsten fährt sie GCI typisch, sehr smooth, ruckelt nicht, fährt wie eine Holzachterbahn eigentlich fahren sollte, macht Spaß, aber ist eher ein kleineres Modell, so à la Heidi oder sowas im Plopsaland. Ja, finde ich verdammt, vielleicht sogar schon noch besser. Also Invader ist eher eine der schwächeren. Ich denke, das ist eher ein bisschen fürs jüngere Publikum gedacht. Dafür ist es ganz gut, denn so Bahnen haben ja hier auch gefehlt bei den ganzen großen Monstern hier. Aber ich glaube, wir fahren sie jetzt nicht nochmal. Ich denke, da gibt es deutlich Besseres hier zu fahren. Und sie hat tatsächlich geöffnet. Alpengeist, einer der höchsten B&M-Inverter. Wir schaffen sie heute auch noch. Sehr, sehr geil. Da haben wir jetzt bis auf Verbolten schon alle Bahnen erledigt an einem Tag. Und morgen genießen wir dann hier einfach so ein bisschen die Atmosphäre. Die Queue ist komplett leer bei Alpengeist. Sehr, sehr cool. Jetzt noch eine Stunde geöffnet. Vielleicht schaffen wir hier noch zwei Fahrten und vielleicht noch Verbolten. Das müssen wir jetzt mal gucken. Auf jeden Fall hier, die Queue ist komplett leer. Niemand da. Alpengeist. Also wir kommen gerade aus Alpengeist, der ersten Fahrt, letzte Reihe. Uns hat es eigentlich ganz gut gefallen, leider ruckelt es an manchen Stellen, aber sonst ist es wirklich cool und die Höhe ist natürlich auch sehr beeindruckend und macht es schon ganz gut. Ja, also hoch fand ich es auf jeden Fall. Es ist echt einer der höchsten Inverter. Das hat man auch gemerkt. Er hat ordentlich Schmackes drauf. Aber diese eine Stelle eben, boah, da hat es richtig geschlagen. Also so wie Talon im Dorney Park fährt es bei weitem nicht. Der war echt der coolste jetzt von der Ostküste. Da war Great Beer auch nicht so gut. Der punktet halt durch seine Höhe, finde ich. Aber Talon ist einfach smoother gefahren. Man merkt, dass der hier wohl auch schon ein bisschen älter ist, weil er einfach... Der hatte dieses B&M-Schütteln, B&M-Rütteln. Ja. Ziemlich, ja. Also, naja, wir fahren es jetzt nochmal ein bisschen weiter vorne. Wir waren ja eben hinterste Reihe. Gucken wir mal, ob das was ausmacht. Wir gehen jetzt mal weiter nach vorne in
Reihe 2 oder Reihe 3? Also es wurde jetzt Reihe Nummer 2. Hier, null Wartezeit. Der ganze Bahnhof ist leer. Alles leer, das ist doch schön. Die letzte Stunde hat ja geschlagen in Puschgarz. Da sind schon viele raus. So ist wirklich geil einfach nur. Komplett leer, die Zeit muss man genießen. Also wir haben gerade die zweite Fahrt hinter uns gebracht auf in Reihe 2 und es ist eine ganz andere Bahn. Also einfach nur smooth gefahren, richtig, richtig gut, richtig gedrückt. Geile Inverter, also die Bahn muss vorne gefahren werden. Darum sind auch hinten immer alle Plätze frei und vorne ist belegt. Also wir haben es jetzt das dritte Mal angestellt, werden die jetzt nochmal vorne fahren. Also unbedingt vorne fahren. Einfach ein geiler Inverter, hätte ich nicht gedacht, dass der Unterschied zwischen der letzten Reihe und der vordersten Reihe so krass wird. Das hätte ich nicht gedacht. Hier gehen schon alle ab. Wir fahren jetzt noch ein drittes Mal ganz vorne mit Mega. Drei Fahrten Alpengeist. Geiler Inverter. Statement. Super cool, hat total Spaß gemacht. Vorne macht es richtig viel Spaß. B&M Inverter ging schon vor 25 Jahren geil ab und heute immer noch. Richtig, richtig cool. Unbedingt vorne fahren. Wir jagen jetzt noch den letzten Count mit Verbolten und hechen jetzt mal dorthin in der Hoffnung, dass wir es noch schaffen. Durch das German Village? Ja, mehr so durch das Bayern Village. Bayern ist Deutschland. Ja. Da gibt's World Wurst. Und hier vor allem. Home of Bier, Bratwurst, Wiener Schnitzel, Lederhosen. Deutschland, Home of Wiener Schnitzel. Wo findet den Fehler? I love Germany. Der Park hat sich schon ein bisschen geleert. Der deutsche oder schweizerische, österreichische Themenbereich hier ist echt riesengroß. Der scheint schon ein bisschen älter zu sein, aber ist auf jeden Fall richtig groß. Ah, da vorne ist Verbolten. Ich sehe sie gerade abfahren hinter den Bäumen. Da gucken wir mal, ob wir noch rein dürfen. Und hier ist der Eingang, Verbolten. Wartezeit 20 Minuten. Wir haben es tatsächlich noch in die Queue von Verbolten geschafft, aber wurden am Eingang wieder abgefangen und mussten jetzt schon wieder einen Locker mieten für 2 Dollar. Der Park hat noch 10 Minuten offen, jetzt haben wir noch einen 2 Stunden Locker gemietet, aber sonst lassen die einen hier nicht rein. Das ist total seltsam, weil manchmal steht keiner davor, dann kann man mit seinem Rucksack einfach rein und manchmal schon. Also als würde die Person, die da aufpasst, einfach andauernd wechseln und die Attraktionen dann switchen. Ist total komisch. Also insgesamt mussten wir heute 2-mal einen Locker holen und es war's. Landschaftlich schöne Strecke fährt. Oh je. Autofahren in Deutschland. Das stimmt ja wenigstens, aber schöne Strecke fährt. Und Touristenverein, die Naturfreunde. Ja, wie geil. Franziskaner, Opel, ich fass es nicht. Opel. Also, sind wir schon die falsche Reihe gelaufen vor lauter Reihen. Deutschland, Reisen mit dem Auto, mega. Unbeschwerte Reisen mit der Bahn, das ist aber schon ein bisschen her. Bisschen Themen hier. Und da beginnt dann die Schlange. Gar nicht mehr viele. Das sieht doch geil aus. Morgen ist bestimmt sauvoll, aber dann nutzen wir das heute noch. Yeah.
Herr Bolten. Frau Bolten, wir waren damals schon für Recycling bekannt. Aus dem Altöl wird frisches Öl. Und die Ostarmglühe. Also der Park hat jetzt geschlossen, es ist 8 Uhr. Wir haben es geschafft, noch eine Fahrt für Bolten. Wie war's? War super cool, hat total Spaß gemacht und ging richtig ab. Also ich finde es auch geil, dass hier, ich meine, Zierer hat es gebaut, sowas hinbekommt. Das ist schon mega. Also mit der Überraschung im Dunkeln, ich sag nur, ja, dann den Lounge und alles. Also die gehen ja mal mega ab. Richtig geile Bahn. Vielleicht können wir so morgen nochmal fahren. Das hätte ich nicht gedacht. Also nochmal eine gute Überraschung zum Abschluss hier. Unbedingt fahren, wenn ihr hier seid. Richtig gute Bahn. Also wir laufen jetzt hier im Dunkeln Richtung Auto, gerade auf dem Parkplatz von Busch Gardens. Wir haben jetzt 10 vor 9. Ein Park hat schon seit 50 Minuten geschlossen. Wir waren jetzt noch am Fotopass und haben so ein Ultimate-Foto-Ding geholt, für heute und morgen gültig. Und da wurden jetzt noch die ganzen Ride-Pictures von heute gespeichert, dass wir die auch morgen noch haben. Und das hat jetzt ein bisschen länger gedauert. Jetzt laufen wir zum Auto. Danach gucken wir mal, dass wir noch irgendwo was Schnelles essen können. Und dann checken wir auch im neuen Hotel ein. Das sollte heute eigentlich auch ein bisschen besser sein. Insgesamt hat uns Busch Gardens sehr gut gefallen. Willst du was zu sagen? Also ich hatte ja große Erwartungen an den Park und sie sind total erfüllt worden. Ich fand den Park super schön. Es sind total viele unterschiedliche Rides. Und das ist eben cool. Also für jeden ist hier was dabei und ob Action oder mal was Kleineres. Ich fand es total schön heute. Ja, da schließe ich mich an, weil heute natürlich so leer war, haben wir die Zeit genutzt, um hier die Bahnen abzucounten. Wir sind ja relativ spät hier reingekommen. Ich hätte nie gedacht, dass wir das tatsächlich so noch schaffen in der Zeit. Aber wir haben jetzt bis auf den einen Kitty Coaster tatsächlich alle Bahnen heute gefahren und wir gucken mal, morgen machen wir ein bisschen ruhiger, gehen vielleicht auch noch mal in den Wasserpark und werden dann hier ein bisschen uns noch ein paar Sachen, Shows anschauen und so weiter, nur ein paar Wiederholungsfahrten machen. Und jetzt verabschieden wir uns erstmal. Also wir können Busch Gardens sehr empfehlen. Die beste Bahn für uns heute war wohl Griffin und Pantheon, aber Apollo's Chariot und Alpengeist sind auch sehr, sehr, sehr cool. Also die haben hier wirklich schon Weltklasse Bahnen und das auch zu Recht. Also schöner Park und morgen berichten wir mehr. Wir sind jetzt gerade ganz schnell im Hotel eingecheckt und hatten uns vorher noch was bei Wendy's zum Essen geholt und sind jetzt gezwungen, das hier zu essen. Da werden wir nochmal zum anderen Zeitpunkt drüber reden, warum das so ist. Denn das Essen ist hier wirklich unmöglich von den Zeiten her und den Schließungszeiten der Fastfood-Restaurants. Die Leute essen da auf dem Bürgersteig oder sonst wo. Bevor wir uns jetzt hier das Zimmer wirklich angeguckt haben, essen wir jetzt erstmal unser halbkaltes Essen und danach gibt's die Zimmertour. Ja, wir sind heute hier im Wyndham Gardens in Williamsburg. Jetzt kommt hier die angekündigte Roomtour. Sieht wieder sehr, sehr schön aus. Zwei Queenbetten, alles modern angerichtet, alles da. Hier separates Waschbecken, da bin ich im Spiegel. Und hier direkt dann wieder die Badewanne mit Dusche und WC. Und ja, dann hier wieder die zwei Queenbetten, sind etwas geschrumpft. Letztes Mal hatten wir zwei Kingbetten, aber ich glaube, da passen wir gerade so hier rein. Überall diese kolonialen Bilder hier von Pferdekutschen und so weiter, weil Williamsburg ja dafür bekannt ist. Und hier üblicherweise die Nachttische, Fernseher, Mikrowelle, Safe, alles da. Dann noch der Schreibtisch, wo wir eben unser Abendessen genossen haben. Dann die Klima, die übrigens immer sehr gut funktionieren, egal wie teuer das Hotel ist. Und dann war es das eigentlich. Dann holen wir jetzt mal unsere Koffer von unten noch aus dem Auto und verbringen jetzt hier im Wyndham Garden Williamsburg unsere Nacht. Und morgen gibt es eine kleine Überraschung. Die haben wir gerade heute schon ja nicht so erfreut festgestellt. Aber da gibt es dann morgen mehr zu. Willst du ein abschließendes Wort sagen? Ich sag nur noch Tschüss und gute Nacht. War ein schöner Tag heute.
Tschüss. Morgen, zweiter Tag Busch Gardens, Williamsburg und die Überraschung. Also, bis dann. Tschüss.